Hallo, damit herzlich willkommen hier zum nächsten Interview bei Aerosoft GmbH. Jetzt haben wir hier die Firma ViewApp, Hallöchen, und mit dem Spiel Tramsim Simulator. Hallo, freut mich. Tramsim Simulator, ein neuer Titel, der jetzt ganz spontan bzw. überraschend für viele Spieler angekündigt worden ist. Was steckt dahinter? Tramsim, wir haben eine komplett neue Straßenbahn-Simulator-Plattform ins Leben gerufen und auf die Beine gestellt. Wir haben uns ganz bewusst mit der Ankündigung Zeit gelassen und wollten einmal wirklich unsere Arbeit für uns sprechen lassen. Wir haben Tramsim wirklich von Grund auf neu entwickelt auf Basis der Unreal Engine, um wirklich selbst auf die Dinge, die für uns wesentlich sind, eine ganz moderne und hochrealistische Straßenbahnsimulation umsetzen zu können, auch wirklich darauf Einfluss nehmen zu können. In der Release-Version sind wir zunächst in Wien. Also Wien ist einmal in der ersten Version der zentrale Mittelpunkt. Wir haben hier eine Kooperation mit den Wiener Linien, wo wir die neue Straßenbahngeneration, den Flexity, wirklich sehr, sehr detailgetreu umgesetzt haben. Der Flexity ist seit letzten Jahres in den Fahrgastbetrieb erst übergegangen, also auch sehr neu im Fahrgastbetrieb in Wien im Einsatz und wird auch in Zukunft mit weit über 100 Stück das Wiener Stadtbild prägen. Vom Streckenverlauf her ist es so, dass wir wirklich eine Sightseeing-Strecke haben. Also es ist so, dass wir die Wiener Innenstadt mit der Ringstraße, mit der Straßenbahnlinie 1 komplett nachgebildet haben. Das heißt, da sind wir sehr, sehr auf die einzelnen Gebäude eingegangen. Wir haben über 300 individuelle Gebäude manuell rekonstruiert, sehr, sehr detailreich. Das ist ja ein Thema, dem wir uns schon über Jahre widmen, da auch eine entsprechende Qualität zu erzielen. Und die Strecke an sich ist, glaube ich, auch für unterschiedlichste Gamer extrem interessant und anspruchsvoll. Also die Fahrtstrecke alleine nur in eine Richtung dauert ungefähr knapp 45 Minuten. Und wir haben ein sehr, sehr großes Streckennetz, das sehr zentral ist, wo man an sehr, sehr vielen Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. Eine sehr interessante Topografie. Wir haben wirklich einen realistischen Höhenverlauf, genau im Detail nachgebildet mit dem ganzen, mit den ganzen Details. Das heißt, da wird man im Level Design noch wahnsinnig viel sehen, was für Arbeit dahinter steckt. Wir haben eine sehr interessante und doch längere Tunnelstrecke mit einigen Haltestellen, die auch nochmal deutlich Abwechslung mit hineinbringt. Verschiedenste Wendeschleifen und Kurzführungsmöglichkeiten, Signalsysteme, genau wie im echten Betrieb, und Fahrgastinformationssysteme, Originalansagen, ja, also alles, was das Straßenbahnerherz begehrt. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Du hast gerade gesagt, das Spiel wird für viele Spielertypen, also Gamertypen, interessant sein. Heißt also, man kann das Ganze als, nennen wir es mal richtige Simulation, also als Hardcore-Simulation spielen, aber auch für Spieler, die sagen, hey, ich will einfach mal mit der Straßenbahn oder mit der Tram in Wien rumfahren, also eher für die Casuals, das lässt sich einstellen in den Schwierigkeitsgrad. Genau, also einerseits wird es die Möglichkeit geben, im Open-World-Style ein freies Spiel zu machen, wo man jetzt nicht an einen Fahrplan gebunden ist, wo man ein bisschen die Stadt erkunden kann. Man kann in der Ego-Perspektive das Fahrzeug verlassen, man kann um das Fahrzeug herumgehen, Stationsbereich erkunden. Das ist einmal das eine. Du kannst wirklich einen ganz realistischen Linienbetrieb mit Fahrplan nachstellen, wirklich Fahrgäste befördern. Uns ist es auch darum gegangen, dass wirklich auch Leben in der Stadt ist. Ja? Also KI-Verkehr, Passanten, Fahrgäste, da tut sich recht viel. Wir haben auch viel in verschiedene Animationen der Leute investiert, Idle-Animationen, Einsteigeverhalten, Interaktionen. Das ist mal das eine. Was wir auch noch fürs Gameplay integriert haben, ist, dass wir ein Level-Ranking haben. Das heißt, du kannst wirklich Punkte sammeln, Aufgaben abschließen, Ziele erfüllen, bekommst Rewards dafür. Und nicht zuletzt haben wir unsere sogenannten Tram-Challenges eingeführt. Das ist, da wird es zu Beginn schon ein bisschen was geben und das wird auch noch weiter ausgebaut. Das sind einzelne Challenges, wo man sein fahrerisches Können spielerisch unter Beweis stellen kann. Das heißt,
wirklich die Möglichkeit, mit lustigen und witzigen Casual-Aufgaben Zielbremsungen zu machen oder auch ein sogenanntes Drumkegeln, wo man Ballonen umstoßen soll, ja, mit einem luftgefüllten Ball. Und das ist das Lustige, das gibt es sogar in der Realität auch, was Verkehrsbetriebe machen. Also es entspringt nicht einmal nur einem Gamerhirn. Ja. Du sagtest gerade, dass viele Interaktionen, dass ihr viel um KI-Verkehr, um Passanten euch gekümmert habt. Haben wir denn auch, weil wir gerade in Wien sind, auch diese typische wienerische Vertönung, keine Ahnung, wie man jetzt den Dialekt nennt, aber du weißt ungefähr, was ich hinaus will. Ja, es ist natürlich so, dass es immer auf die Art und Weise darauf ankommt. Du hast halt in der Straßenbahn von Haus aus, dass du eine geschlossene Fahrerkabine hast, jetzt weniger direkte Interaktion mit den Fahrgästen. Ja, ein bisschen was wird man durchaus machen können, ja, wird auch in Zukunft noch was kommen. Aber gerade was die Soundkulisse betrifft, ja, jetzt weniger was vielleicht die Sprache betrifft, was auch in dem Titel nicht das Wichtigste ist, aber gerade die Soundkulisse des Fahrzeugs. Dadurch, dass wir unmittelbar mit dem Realfahrzeug sehr, sehr viele Rechercheaufnahmen gemacht haben, ja, haben wir da, glaube ich, eine wirklich extrem gute Soundkulisse hinbekommen, ja, mit einem authentischen Sound- und Fahrverhalten. Und das, glaube ich, werden die Leute sofort merken. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aktuell spielt das Ganze ja in Wien, wie du das gerade eben schon sagtest. Dann heißt das Spiel ja Tram Simulator. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Wird es da noch Erweiterungen geben? Also ist da eine DLC-Planung hinterher oder beschränkt sich das erstmal nur auf Wien? Also nur in Anführungsstrichen natürlich. Ja. Also logischerweise musst du mal mit irgendwas anfangen. Bei uns bzw. bei mir ist auch der Background, dass ich aus dem Straßenbahnbereich komme. Das heißt, ich kenne die Materie sehr, sehr gut bis ins letzte Detail. Und da auch das nahe Verhältnis von uns und von mir mit Wien war auch irgendwo naheliegend, dass wir damit einmal starten. Was wir schon geplant haben, logischerweise, ist, dass das natürlich erst der Auftakt ist. Ja. Also es ist wirklich als Plattform zu verstehen, die auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird, ja, auch von den Inhalten her noch einmal enorm wachsen wird. Und deswegen war es auch wichtig zu sagen, wir bauen das Ganze technisch wirklich auf dem Niveau von 2020 auf. Ja. Das heißt, grafisch, funktional, deswegen auch die Wahl mit der Unreal Engine. Und es ist so, dass wir in sehr naher Zeit natürlich auch mit dem einen oder anderen DLC dafür weiteren Content sorgen werden. Und es wird auch so sein, dass wir sicherlich andere Städte einbinden werden. Okay. Du hattest gerade gesagt, Grundbasis des Spiels im Jahr 2020, also wir haben die Unreal Engine, wir haben ja modernen Look, dass man es einfach weiter erweitern kann. Wie sieht es denn da Richtung Multiplayer-Modding aus? Ja, also ich weiß, es ist ein ganz ein großes Thema und liegt auch bei uns weit, weit oben. Es ist einmal so, wir haben das Ganze von Grund aus in einer sehr, sehr kurzen Zeit jetzt aus dem Boden gestampft, ja, und dann wirklich glaube ich, beachtliches Entwicklungstempo hingelegt. Das Spiel wird ja auch heuer schon verfügbar sein, laut Plan Ende Oktober. Und zu Beginn wird es auf jeden Fall mal möglich sein, dass man die Fahrzeuge individuell ein bisschen customizen kann mit eigenen Repaints. Das ist das, wo wir starten können, was wir von Beginn an schon mitliefern können. Im nächsten Jahr wollen wir uns ganz verstärkt auf das Modding-Thema konzentrieren. Das heißt, genauso wie wir es jetzt auch in der Ankündigung gemacht haben. Ja, wir haben nicht uns vor einem halben Jahr hingestellt und erzählt, was wir alles machen wollen und irgendwelche Dinge versprochen, sondern wir haben einfach gemacht, ja, und sind jetzt sehr, sehr kurz auch dann davor zu sagen, okay, das können wir auch herzeigen, das wird kommen. Und die Art der Kommunikation werden wir auch weiterhin beibehalten, sodass wir auch wirklich dann über konkrete Dinge sprechen, wenn es auch soweit ist. Aber klar, es steht bei uns definitiv am Plan und soll natürlich auch für einen Ausbau und Community-Aufbau helfen. Okay, dann bleibt eigentlich erstmal nur noch abschließend zu sagen, du hast gesagt, Oktober dieses Jahr soll das Ganze schon anfangen. Heißt das Early Access und für welche Plattform kommt das Ganze raus? Also Early Access machen wir bewusst nicht, also das Produkt ist dann zu dem Zeitpunkt fertig. Es ist wirklich ein vollwertiger Simulator, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich eine ansprechende Simulation auch umsetzen und auf den Markt bringen. Wir werden laut Plan Ende Oktober starten, wird auf PC sein, also wird über den Retail zu erwerben sein und natürlich auf Steam.
Also Konsolen erstmal nicht. Erstmal nicht. Okay. Gut, ich glaube, dann habt ihr einen wunderschönen Überblick bekommen, was der Tram-Simulator ist. Viele hatten das ja schon im Vorhinein gerätselt im Rahmen des Aerosoft Next-Sim-Events. Jetzt habt ihr es gehört, ein neuer Tram-Simulator für Hardcore-Spieler und für Casuals in Wien. Schöne Sache. Ich danke dir und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.